Hallo Leute und herzlich willkommen zu Body and Muscle. Mein Name ist Valentino Peluso. Bam! So, heute geht es um ein Thema, das ist jetzt in der letzten Zeit ziemlich häufig vorgekommen, dass mich Leute gefragt haben, ja, ich schaffe es einfach nicht zuzulegen, ich schaffe es nicht die Nahrungsmengen zu schaffen, zu essen. Und meistens liegt es einfach daran, dass es, je mehr ihr isst, desto mehr Volumen hat das Essen natürlich. Und ein ganz einfacher Weg, wie ihr das schaffen könnt, dass ihr eure Kohlenhydratmengen schafft, ist einfach, das Volumen zu reduzieren. Das heißt, auf die Menge gesehen, habt ihr mehr Kalorien auf 100 Gramm. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Trockenobst. Ja, ihr habt 100 Gramm Trockenobst, habt ihr meistens kein Fett, aber sehr viele Kohlenhydrate. Und ein gutes Beispiel, nehmen wir mal hier die Datteln. Ich habe jetzt mal welche hier geholt vom Kaufland. Diese Datteln haben hier 65% Kohlenhydrate. Und auf 100 Gramm ist es echt nicht, ist echt viel, 100 Gramm. Oder ihr nehmt hier Cranberries. Habt ihr auf 100 Gramm 80% Kohlenhydrate. Und das ist einfach ein Tipp für euch Leute, wenn ihr einfach Probleme habt, genügend zu essen in der Aufbauphase. Ich kenne das Problem auch. Wenn ich jetzt hier 3000 Kalorien jeden Tag esse, irgendwann hat man halt einfach keinen Hunger mehr. Das ist normal. Und wenn ihr nicht so ein großer Esser seid, dann empfehle ich euch, neben der gesunden Nahrung auch etwas, sag ich jetzt mal, verarbeitetes Zeug zu essen. Jetzt, wobei Trockenobst ist immer noch sehr gesund, aber für die ganzen Leute, die jetzt so versuchen, so bromäßig drauf zu sein, also immer ihren Vollkornbrot, ihr Vollkornreis, ihre Haferflocken, ihr Gemüse jeden Tag zu essen und dann noch 3000, 4000 Kalorien am Tag, jeden Tag, dann wird es schon mit der Zeit ziemlich heftig. Ja? Ihr werdet immer sehr, sehr satt sein. Und da rate ich euch einfach, versucht mal mit Trockenobst eure Kohlenhydrate zu decken. Ich finde es sehr, sehr gut. Man kann Trockenobst, zum Beispiel hier, was ich sehr gerne auch esse, sind getrocknete Feigen. Die kann man sehr gut mitnehmen, überall. Ihr braucht es ja nicht irgendwie vorbereiten. Dann könnt ihr als Snack essen. Oder was ich gerne mache, hier einfach zum Beispiel auch die Mangos, was ich sehr gerne esse. Einfach zack ins Müsli rein. Und ich mache mir einfach in meinen Schokokuchen, den wir auf unserem Channel auch haben, könnt ihr abchecken. Mache ich zum Beispiel ein paar Cranberries rein, ein paar Rosinen. Getrocknete Bananenstücke, sowas in der Art. Da kommt es sehr einfach auf euren Kohlenhydratbedarf. Und ihr habt viele Vitamine drin, ihr habt Ballaststoffe, ihr habt Mineralstoffe drin. Also alles auch gesundes Zeug. Schaut einfach auf eine Sache, dass das Ganze nicht immer gezuckert ist. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel mir die Mangos geholt. Die sind, steht mir vielleicht hier, gezuckert. Es gibt aber auch die ungezuckerten Versionen und was ich mir auch gerne ab und zu hole, ist im Internet Trockenobst in größeren Mengen, zum Beispiel der Kuroto-Gerik könnt ihr sowas holen. Es ist ja jetzt mittlerweile ziemlich bekannt geworden durch die größeren YouTuber, die das jetzt alles promoten. Aber ich habe es auch probiert, das Ganze, und ich fand es sehr gut. Ich habe damals die Feigen bestellt und die Cranberries, und die sind nicht gezuckert. Oder ich glaube, die Cranberries sind gezuckert, aber mit Ananas-Süße. Ja Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen kleinen Tipp geben hier, einen Denkanstoß für die Leute, die Probleme haben, genügend Kohlenhydrate zu essen, genügend Kalorien noch auf zu sich zu nehmen. Wenn ihr solche Videos sehen wollt, weitere solche Videos in diesen Themen, einfach kommentieren, liken. Ihr würdet uns sehr damit unterstützen.
Und bis zum nächsten Mal zu Body & Muscle. Bam!